Licht aus, Sport an, es ist Showtime. So, nicht sterben. Nicht sterben. Und ich springe bei solchen leichten Sprüngen. Also das Level wird jetzt nicht ganz so schlimm in Erinnerung. Ah, genau, hier gibt es auch noch bewegliche Plattformen. Die sieht man so schlecht. Alter Schwede, ich war noch drauf. Das ist mir neu. Dass man für einen farbigen einen anderen farbigen braucht. Da bin ich ja schon fast gezwungen, das City zu machen. Ja, Philipp macht das auch ohne Licht. Das Level. Klasse, aber du hast drei Kisten vergessen. Wo bleiben die Fails? Ich meine, die Sprungfails. Fehlt mir nicht eine Kiste? War das vorher nicht 49? Oder habe ich das falsch in Erinnerung? Ja, das sehe ich auch. Ich glaube, das war ein Fehler. Ich glaube, da ist ein Cortex-Kopf drin. Wenn ich mich richtig dran erinnere, ist das ein Fehler gewesen. Ich glaube, da war ein Cortex-Kopf nämlich drin. Ist das eine abgezockte TNT-Kiste? Ist das eine abgezockte? Ey, warum sage ich abgezockt? Weil die nehmen mir die eine Kiste auch noch weg. Nein! Nein! Das war noch fieser. Da muss das Timing noch besser passen. Ach, komm schon. Ach, komm schon. Das muss doch machbar sein. Yes, baby. Nein, 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 nein. Jawohl, wollte ich gerade sagen. Ah, und beim letzten Absprung verkackt, Crash. Boah, das ist aber auch haarscharf wieder gewesen. Der ging runter. Ich dachte, der bleibt stehen. Ich wollte vorhin sagen, man kann sie doch hier umbringen lassen. Das ist ja auch gleichzeitig ein Checkpoint. Nein, Philipp, die soll nicht stehen bleiben. Keine Zwangspause einlegen. Okay, ihr müsst uns die letzten 34 Kisten geben. 24. Ich habe echt eine Kiste vergessen. Och, leck mich doch. Habe ich das doch richtig gesehen? Ich habe nämlich 88. Ja. Es fehlt irgendwo eine. Ja, eine. Hab ich doch richtig gesehen, dass mir eine fehlt. Gab's denn den grünen? Mir fehlen, glaube ich, noch drei farbige, ne? Ja. Oh, 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 oh. Das war mutig. Hier gab's eine beschissene Stelle, ja. Auch wieder mit Kisten. Oh, das habe ich auch verflucht. Im Original-Let's Play. Oh, die Schelle. Oh, nee. Ich weiß nicht, wie oft bin ich da verreckt? Sehr, sehr oft. Okay, viele Checkpoints. Jetzt kam die Schelle. Jetzt kommt gleich die Schelle. Gleich geht man hier runter und dann kommt gleich die Schelle. Ja, wie macht man das am besten? Die mache ich weg. Jetzt schafft der Philipp das im First Try, ja. Mir fehlt eine Kiste nur. Kommt die noch? Was willst du noch? Ey, tatsächlich. Hä? Ach, die braucht man den Edelstein nur für die Abkürzung oder was? Oder für die extra Leben? Muss man auf die drauf springen oder wie war das? Damit die verschwinden. Seine Missgeburten. Ah, alles klar. Oh, ist das ein Dreck? Weißt du, warum ich den Boss nicht gemocht habe? Wegen diesen Schleimdingern, ey. Bitte, was? Alter, ist das ein Kack? Sorry, das ist ein Kack. Die Dinger mag ich nicht. So. Ja, spring mich direkt an. Ist klar.
Boah. Direkt auf den Kopf springen. Sowas hasse ich. Leider. Bin ich jetzt ernsthaft in die Flasche reingesprungen? Danke, dass der Akku kommt. Dich brauche ich auch hier. Die können wohl nur dreimal springen, kann das sein? Yo, okay, das macht die Sache ein bisschen einfacher. Wenn die nur dreimal springen können. Oh, das habe ich auch gehasst. Ja, ich habe bei dem Kampf echt viel gehasst. Finde ich Cortex echt leichter. Alter Schwede. Wie nah mussten der kommen? Jawoll. Fieses. Und ab durch das Fenster. Den Nitrus haben wir gebrochen. Den Nitrusfluch. Ach, das Level. Ja. Das hat's auch in sich gehabt. Und da gibt's mir die Kackdinger auch noch. Ich weiß, warum ich die gehasst habe. Oh, jetzt springst du doch in den Abgrund, Crash. Ich dachte, die Phase haben wir geschafft mittlerweile. Nö. Könnte man die hier? Ja, hier kann man die so wegdrehen, okay. Okay, das Level ist eigentlich gar nicht so schwer. Nicht so schwer heißt bei mir, es ist machbar. Ja. Das ist nur eine andere Ausdrucksweise. Ich hab mich gedreht, Crash. Und du nimmst es nicht an. Ja, natürlich. Ja, das war ein Fehler. Na, nimm sie ruhig mit, Cortex. Nimm sie ruhig mit. Hey, wie soll das gehen? Ganz ehrlich. Du kannst ja nicht so schnell reagieren, dass er daneben springt. Doch. Ja, da muss er aber das mit dem Pixel wieder ganz genau nehmen. Dann geht das schon. Alter, dieser kurze Moment, wo er langsamer wird. Bitte was? Okay. Alter, ich dreh den weg und er nimmt's nicht an. Oh, ein Tick zu früh. Ey, hier lass ich Leben liegen, ey. Oh, wenn er eigentlich am Brutzeln ist, dann muss ich rüber. Och, das war eine Kackschkelle. Schaffe ich aber. Die schlimmste Schkelle, die schafft man dann komischerweise. Aber die anderen Schkellen nicht. Oh. Vollhorst. Oh. Aber du bist gestorben. Fast perfekt, aber du hast verloren. Aber du bist gestorben, hätte ich da hingeschrieben. Damit wären wir schon mal im Bonusbereich. Also das Level ist ja auch nicht lang. Ja, da muss man sich ja nur ein bisschen zusammenreißen. So. Apropos zusammenreißen. Mein Lieblings-Bonus-Level. Ach komm, leck mich doch am Arsch. Vorhin ging das doch auch. Was vorhin ging, muss jetzt auch gehen. Mit dem Mini-Pixel. Oder auch nicht. Oh, man springt sie ein bisschen zu weit in die Kiste rein und dann war es schon wieder weg. Also wenn du nicht sterben dürftest in den Bonuslevel, dann kommt der Nacht, ey. Echt. Ah, Crash. Crashy Boy. Crashy Boy. Mach das, was ich will. Vor allem, wenn ich danach krepiere, ist das alles umsonst. Das ist ein Kack-Kack-Kack-Kack-Kack-Stelle. Warum klappt denn die Scheiße einfach nicht? Einfach mal sauer sein. Das ist mal häufig aufgefallen, aber man muss sauer sein. Dann klappt die Scheiße auch. So, danke. Scheiße! Ich habe X gedrückt, das war mein Fehler. Oh nein.
Ach, Mann. Ja, komm, nimm die Kiste noch mit. Ich schaff das auch nur nicht einmal schaffe ich's und dann vergacke ich dahinter, ey. Ich bin nur die Ruhe in Person hier, ey. Ja, genau, Crash! Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll, ey. Denkt euch euren Teil. Mann, warum? Das geht so schnell kannst du gar nicht reagieren. Das meint damit, du triffst die obere Kiste, aber unten kommst du nicht auf die Trampolinkiste drauf. Das nimmst du rechts daneben. Boah, Kollisionsabfrage, ey. Ich weiß, dass ich den ersten Teil nur einmal spielen werde. Ich weiß warum. Ja, und da springt er zu weit rein. Wenn du minimal zu viel drückst, springt er schon zu weit rein. Wenn du es schaffst, da rauszukommen, dann bricht er den Sprung ab, weil du nicht mehr X gedrückt hältst. Wenn du X gedrückt hast, dann springt er automatisch schneller hoch. Also. Ja, oder man springt da komplett vorbei, ey. Hatte ich auch noch nicht da oben. Ach, da hinten war so ein Typ, der wirft. Ja, genau! Ich mach ein anderes Level. Vielleicht mal irgendwann. Also Lost City fand ich eigentlich in dem Teil oder in dem Remastered jetzt nicht ganz so schwer. Da gab es ja den Trick, da so rüber zu springen. Und das ist aber eine Scheißstelle, wo die platziert haben. Ganz ehrlich, da hätte man sich ja hinten platzieren können. Ja, der ist scheiße platziert, weil da unten eine Flamme ist, deswegen. Ich habe mich eigentlich nur da oben gedreht und nicht mehr da unten. Aber gut. Wenn das Spiel das so will oder so meint. Es ging. Es ging eigentlich. Das Bonus-Level. Für The Lost City. Gut, dass ich auch hier gespawnt werde. So, Bonus. Was haben wir hier vom Bonus-Level? Ich frage gar nicht mehr danach. Oh, ich frage mich gar nicht mehr danach. Fünf. Nice. Anhieb geschafft. Und die Wumperfrüchte, rekordverdächtig, ey. 211. Oh, der war kacke. Ja, der war richtig scheiße. Ich glaube, den brauche ich nicht. Den Asi.